Der Botanische Garten des Karlsruher Instituts für Technologie versteht sich gerade in der heutigen Zeit als Hort der botanischen Nachhaltigkeit. Er steht damit in einer fast 300-jährigen Geschichte wissenschaftlicher Botanik. Nachhaltigkeit meint hier nicht nur die Erhaltung pflanzlicher Artenvielfalt und Forschung, um die Zukunft der Menschheit zu sichern. Nachhaltigkeit meint hier auch eine lange Tradition im beeindruckenden Wirken wichtiger Persönlichkeiten, die mit dem wissenschaftlichen Botanischen Garten des KIT verbunden sind. Der Urvater der Karlsruher Botanik ist Josef Gottlieb Köhlreuther. Von 1756 bis 1761 forschte er in St. Petersburg, wo er nachwies, dass Pflanzen sexuelle Wesen sind. Seine epochemachenden Versuche mit Tabakpflanzen kann man in unserem Botanischen Garten nachverfolgen. Köhlreuther veröffentlichte seine Forschungsergebnisse zur Sexualität der Pflanzen in 4 Bänden und begründete damit die Wissenschaft von der Vererbung, die Genetik. Seine Entdeckung, dass Vater und Mutter in der Vererbung gleichberechtigt sind, brachte etwa 100 Jahre später einen Benediktinermönch in Brünn in Mähren auf die Idee, dass alle Erbanlagen doppelt sein müssten. Der Keim der Mendelschen Gesetze wurde also hier in Karlsruhe gelegt. Josef Köhlreuther wurde 1763 durch Markgraf Karl Friedrich als Direktor der Fürstlichen Gärten und Professor der Naturgeschichte nach Karlsruhe geholt, wo er bis zu seinem Tod 1806 als Forscher und Naturkundelehrer blieb. In direkter Linie zu Köhlreuthers Forschungen an den genetischen Grundlagen von Pflanzen arbeitet heute Professor Puchter mit seiner Arbeitsgruppe am KIT. Dieses Wissenschaftsgebiet heißt Genomeditierung. Mittels Genscheren wie CRISPR-Cas und ähnlichen Methoden werden in der Modellpflanze Arabidopsis thaliana und auch in Nutzpflanzen sehr gezielt Änderungen im Genom vorgenommen, die die bisherige Züchtungsforschung revolutionieren könnten. Dies kann zu einer sehr viel nachhaltigeren, ressourcenschonenden Landwirtschaft beitragen, denn damit können neue Pflanzensorten, die mit verschiedenen Stressfaktoren und Krankheitserregern besser zurechtkommen, deutlich schneller und gezielter gezüchtet werden. Karl Christian Gmelin wurde im Jahre 1785 schon mit 23 Jahren Direktor des Markgräflichen Naturalienkabinetts, dem heutigen Naturkundemuseum, und der Botanischen Gärten in Karlsruhe. Gmelin schuf das 4-bändige Pflanzenverzeichnis mit dem Titel Flora Badensis Alsatica, in dem über 2000 Pflanzen aus Baden und dem Elsass detailliert beschrieben sind. In seinem Buch Über den Einfluss der Naturwissenschaft auf das gesamte Staatswohl vorzüglich auf Land und Zeit berechnet, gibt Gmelin viele praktische Ratschläge zur Land- und Forstwirtschaft. Bis zu seinem Tod 1837 war Gmelin ein beherzter Kämpfer für die Verbesserung der allgemeinen Ernährungssituation. In dem Buch Nothülfe gegen Mangel aus Misswachs beschreibt er viele wild vorkommende Pflanzen, die bei Missernten helfen können, Mensch und Tier zu ernähren. Das ist wieder hochaktuell. Am Botanischen Institut arbeiten wir daran, Nutzpflanzen gegen den Klimawandel zu wappnen und damit unsere Ernährung krisenfester zu machen. Die Arbeitsgruppe von Professor Nick ist an mehreren Projekten zur Erhaltung und Nutzung sogenannter Crop Wild Relatives beteiligt. Das sind wild vorkommende Vorfahren von Nutzpflanzen. Eine Samenbank ist zentraler Bestandteil dieser Arbeit. Ein großer Raum wird von der Forschung über Wildreben eingenommen. Aus einem Arterhaltungsprojekt der letzten Wildreben Deutschlands, die von der Rheininsel Ketsch bei Schwetzingen stammen, ist ein Forschungsfeld der angewandten Botanik entstanden. Es geht unter anderem darum, fast verloren gegangene Eigenschaften von Wildreben mittels Züchtung in heutige Kultursorten zu übertragen. An der Universität werden hierzu genetische und physiologische Grundlagen erforscht, die direkt in Züchtungsprogramme mit Partnern an Weinbauinstituten in der nahen und weiten Region Eingang finden. Im Jahre 1872 gründete Leopold Just am Botanischen Institut in Karlsruhe eine landwirtschaftliche Samenprüfungsanstalt. Diese gibt es bis heute. Es handelt sich um das Landwirtschaftliche Technologiezentrum Augustenberg.
1873 übernimmt Leopold Just die Herausgeberschaft des neu gegründeten Botanischen Jahresberichts, der noch viele Jahrzehnte nach seinem Tod im Jahre 1891 weitergeführt wird. Somit hat Professor Just einen entscheidenden Erfolg erzielt, indem er eine funktionelle Trennung des Botanischen Gartens in einen forschenden Garten und einen Schaugarten erreichte. Diese Trennung besteht bis heute. Es wird beim Blick in die Geschichte aber klar, dass die beiden Einrichtungen in der Karlsruher Stadtgeschichte als Einheit verstanden werden sollten. Somit hat die Institution Botanischer Garten, bestehend aus einem wissenschaftlichen Garten an der Universität und einem Schaugarten am Schloss, eine 300-jährige Geschichte in Karlsruhe. Auf Just folgte im Jahre 1892 Ludwig Klein. Den publikumswirksamsten botanischen Wurf lieferte Ludwig Klein Anfang des 20. Jahrhunderts mit der Herausgabe von 13 Bänden der Sammlung naturwissenschaftlicher Taschenbücher. Er engagierte aus der damaligen Künstlerszene heraus mehr als 20 Malerinnen und Maler, die ca. 1300 Aquarelle von Pflanzen anfertigten. Von diesen äußerst ausdrucksstarken Aquarellen wurden Farblithografien als Druckvorlagen für die botanischen Taschenbücher hergestellt. Mit seinen Botaniktaschenbüchern, die zum Teil noch in den 1950er Jahren erneut herausgegeben wurden, erfüllte Ludwig Klein einen unglaublich nachhaltigen Bildungsauftrag für Generationen von Gärtnern, Landwirten und Forstleuten. Auch sein Erbe lebt bis heute fort. Der Botanische Garten, tatkräftig unterstützt vom Verein der Freunde und Förderer des Botanischen Gartens des KIT, sucht den Dialog mit der Öffentlichkeit. Wissenschaft darf nicht im Elfenbeinturm bleiben, sondern muss sich als Teil der Gesellschaft verstehen. Pflanzen sind nicht nur faszinierende Wesen, sie sind auch der Schlüssel für die Zukunft der Menschheit. Auch heute wird die Kunst- und Kulturszene vom Botanischen Garten inspiriert. So besteht zum Beispiel seit Jahren eine Kooperation mit dem Fotografieverein Lichtwert aus der Karlsruher Oststadt. Es finden Ausstellungen in den Gewächshäusern statt und der Garten bietet einen einmaligen Rahmen für Lesungen sowie für Musikdarbietungen. Die Vielfalt des Pflanzenbestands im Botanischen Garten beeindruckt durch seine Ästhetik. Wichtiger für die dort arbeitenden Botanikerinnen und Botaniker ist allerdings, dass schon etliche Forschungsprojekte sehr zügig realisiert werden konnten. Da die Pflanzen im Garten vorhanden sind und nicht mühsam beschafft werden müssen. Große Bereiche des Botanischen Gartens des KIT sind für die Öffentlichkeit kostenlos zugänglich. Hier können sich alle, zum Beispiel auch Schulklassen, über Pflanzen informieren. Wir laden Sie ein, die Internetseiten des Botanischen Gartens und des Fördervereins zu nutzen und freuen uns auf Ihren Besuch in der grünen Oase der Oststadt.